Heute ist es also soweit. Wir starten unsere Besichtigungstour der Tempel von Angkor. Dazu haben wir uns einerseits 2 Tage Zeit genommen und andererseits einen privaten Führer. Er soll uns an den Massen von Touristen vorbeischleusen und wir können jetzt schon sagen, dass ihm das ausgezeichnet gelungen ist. Wir beginnen mit der Besichtigung von Angkor Wat. Angkor Wat ist das größte sakrale Bauwerk der Erde. Die Bauwerke dieser architektonischen Meisterleistung liegen 6 Kilometer nördlich von Siem Reap. König Suryavarman II. Erbaute sie in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts und weihte den Tempel dem hinduistischen Gott Vishnu. Heute sind sich die Wissenschaftler einig, dass dieses gewaltige Bauwerk errichtet wurde, um Suryavarman nach seinem Tod als Grabmal zu dienen. Der Bau, bei dem hunderte von Elefanten im Einsatz waren, dauerte annähernd 37 Jahre. Für Hindu-Tempel unüblich, ist Angkor Wat nicht nach Osten, sondern nach Westen ausgerichtet. Nach anfänglicher Verwirrung glaubt man heute, dass die Architekten durch die letzten, den Tempel berührenden Strahlen der untergehenden Sonne die Bedeutung als Grabmal hervorheben wollten. Die Tempelanlage war damals eine Stadt in der Stadt, in der lediglich Priester, Beamte und der König mit seinen Bediensteten wohnen durften. Sie war von Wassergräben umgeben und hatte etwa 20.000 Einwohner. Die Menschen lebten in Hütten aus Holz, die auf den offenen Flächen zwischen den steinernen Bauwerken standen. Ein Damm von 350 Meter Länge, flankiert von einer Balustrade in Form des Schlangenkörpers der Naga, führt den Besucher direkt zum Zentrum des Heiligtums. Auf diesem Weg passiert er die rechts und links gelegenen sogenannten Bibliotheken. Die genaue Bedeutung dieser für hinduistische Tempel typischen Gebäude ist unbekannt. Jedoch vermutet man, dass sie der Aufbewahrung von Opfergaben und gesegneten Objekten dienten. Umgeben ist Angkor Wat von einem 150 Meter breiten Wassergraben mit den Seitenlängen 1000 x 800 Meter. Wer die Stadt besucht, sollte sich bewusst sein, dass es die perfekte Nachbildung des Universums, wie es in der hinduistischen Mythologie beschrieben wird, betritt. Um einen besseren Überblick über die Anlage zu bekommen, werden auch wir später diesen Heißluftballon benutzen. Pro Person 15 Dollar. Hier nochmal ein paar Eindrücke der Bibliotheken. Ein wunderschöner Wasserlinienteich lädt zum Fotografieren und Filmen ein. Kurz vor dem Eingangsportal besteigt man eine kreuzförmige Plattform, die sogenannte Ehrenterrasse. Hier wird heute wieder der klassische Khmer-Tanz aufgeführt. Im Frühjahr 1996 war sie Kulisse für das internationale Ramayana-Festival, bei dem Tänzer aus Indien, Indonesien, Laos, Malaysia, Singapur und Thailand ihre Interpretation dieses berühmten Hindus-Epos vorführten. Durchschreitet man nun den Eingang des ersten Gebäudes, erstreckt sich rechts und links die berühmte Galerie der Flachreliefs. Die Flachreliefs bedecken eine Wandfläche von 800 Metern Länge und sind somit die längsten zusammengehörenden Flachreliefs der Welt. Der Besucher sollte sich bei der Betrachtung viel Zeit lassen, da dieser antike Comicstrip einen tiefen Einblick in die damalige Geschichte vermittelt und jeder Meter interessante Begebenheiten aus dem Alltag des alten Angkorreiches erzählt.
Die Motive der Reliefs sind unter anderem die Schlacht von Kurukshetra oder Schlachten aus der Angkor-Periode, die Qualen der 32 Höllen und die Freuden der 37 Himmel oder auch die Quirlen des Milchmeeres, das seinen Ursprung in einer indischen Sage hat. Hier sind Restauratoren und Archäologen an der Arbeit. Auf geradem Weg zum Zentrum des Heiligtums, wo die berühmten fünf Türme stehen, durchschreitet der Besucher als nächstes die Kreuzgalerie. Sie dient als Verbindungsgebäude zwischen der ersten und zweiten Ebene. Obwohl als hinduistisches Heiligtum erbaut, nahmen sich nach dem Untergang des Angkor-Reiches buddhistische Mönche seiner an, pflegten die gewaltigen Bauwerke von Angkor Wat, so gut es ihnen möglich war, und errichteten zwei Pagoden. Die vielen Buddha-Statuen, die jetzt anstelle von Vishnu überall im Tempel zu finden sind, ziehen viele Pilger an, die sich hier an diesem mythischen Ort eine Lösung ihrer Probleme versprechen. Hier der steile Aufgang zum Hauptturm. Ja, Originalholz, handgemacht. Auch hier finden wir eine Bibliothek. La prong a prong ye.
Für ein geringes Entgelt lassen sich diese Damen in ihren traditionellen Kostümen mit den Touristen fotografieren. Über Angkor Wat gibt es unendlich viel zu erzählen. Nicht umsonst gibt es hunderte Dokumentarfilme und Bücher. Wir wollen jetzt aber nur noch unsere Aufnahmen auf uns wirken lassen. Fast so ein schöner Pool wie zu Hause, ja. Mit Römertreppe. Einen Kilometer von Angkor Wat entfernt kann man mit einem Heißluftballon in die Höhe steigen und Angkor Wat von oben betrachten. Die Fahrt dauert etwa 10 Minuten und kostet pro Person 15 Dollar. Los geht's, wir werden jetzt etwa 180 Meter in die Höhe aufsteigen. Naja, da kann einem schon leicht mulmig werden. Umgeben ist Angkor Wat von einem 150 Meter breiten Wassergraben mit den Seitenlängen 1000 x 800 Meter. Wer die Stadt besucht, sollte sich bewusst sein, dass er die perfekte Nachbildung des Universums, wie es in der hinduistischen Mythologie beschrieben wird, betritt. Die Wassergräben symbolisieren das Urmeer, Gräben und Galerien die Gebirgsketten und die Türme den Sitz der Götter. Wer Angkor Wat besucht, überquert zuerst das Urmeer auf einer 150 Meter langen Sandsteinbrücke. Nach der Durchschreitung des Eingangsportals entfaltet sich die Größe von Angkor Wat. Mit diesem Blick verabschieden wir uns von Angkor Wat.